Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 23. Mai 2019. Heute kam die nächste Überraschung. Ein ganz netter Besuch. Ein zweiter Besuch. Eine bestimmte Dame hat dieser Detektiv von Deutschland nach Mallorca geschickt und er hat uns auf unserem Finca besucht. Zweites Mal. Wenn er Brötchen mitgebracht hätte, könnten wir vielleicht gemütlich frühstücken. Vielleicht nächstes Mal. Herzlich willkommen. Die Energie verbreitet sich und der Stein rollt weiter. Aber ich nehme das mit Humor. Wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, dann wird es immer dämlicher. Und jetzt zu diesem Tageshoroskop. Nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Es gibt vier Grundelemente. Nun, in tibetischen ist es fünf, genauso wie in chinesischen Astrologie. Aber wir bleiben bei diesen vier Grundelementen. Und das ist Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Ihr könnt auch erkennen, die Energie verteilt sich. Und das ist mal gut, weil das schenkt uns eine gewisse innere Harmonie. Ich habe nur die Tierkreiszeichen ausgelegt, wo Energie fließt, sonst ist das zu viel und undurchschaubar. Und wir starten mit Widder. In Tierkreiszeichen Widder bewegt sich Venus und Uranus. Venus hat den Mondhäuser gewechselt. Bis jetzt war im Mondhaus Ashwini und das bedeutet Heilung. Heilung in die Liebe, Partnerschaft und auch Heilenergie. Und Venus bewegt sich jetzt im Mondhaus Parani und das bedeutet Urvertrauen. Und das, was wir beherzigen sollen, besonders wenn das um die Liebe, Partnerschaft geht. Und gilt auf uns Frauen. Immerhin, Venus ist die weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Dazu kommt die Feuerelement, die Bewegung, die Begeisterung und auch Leidenschaft. Uranus wirkt auch hier im Widder und das bedeutet Neuanfang, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Schütze gehört auch zum Feuerelement und da passiert einiges. Mond aktiviert diese Mondknoten. Mond aktiviert auch Saturn und Pluto. Und hier sind karmische Themen. Und weil hier die absteigende Mondknoten befindet und genau in diesem Punkt bewegt sich Saturn, Pluto und wird noch von Mond aktiviert, das heißt, hier in diesem Bereich handelt es sich um Vergangenheit, um karmische Themen. Und das bedeutet auch, was wir in früheren Leben schon erlebt haben, kommen diese Erinnerungen oder Begegnungen mit anderen Seelen, die wir von früheren Leben kennen. Schütze-Energie hat auch eine Bedeutung und das heißt, Bewegung hat auch oft mit Sport,
was zu tun oder mit Autos was zu tun. Und Schütze steht auch in Verbindung zum Ausland, Auslandskontakte und Reisen. Außerdem Schütze zeigt auch unseren Glauben an etwas. Und dieser Mondhaus, wo sich Mond bewegt heute, heißt Uttarakshada. Und dieser Mondhaus erzählt, wie wichtig das ist, dass wir Wünsche haben. Weil das ist die Wunschvorstellung. Und das bedeutet nicht, dass wir in eine Traumwelt flüchten sollen, weil es ist wichtig, die Realität betrachten, sollen wir auch bodenständig sein. Das hindert aber nicht daran, dass wir über etwas eine bestimmte Vorstellung haben. Und das ist auch sehr wichtig, weil wenn wir das vorstellen können, dann haben wir auch Ziele. Und das zählt. Ziele setzen im Leben. Und dann auch geduldig zu sein, Ausdauer haben und diese Ziele nicht aus den Augen verlieren. Das ist mehr Steinbock-Thematik, aber hier im Schütze orientieren wir. So wie die Schütze zeigt in eine Richtung, und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell bedeutet, das sind unsere Wünsche, unsere Vorstellungen. Dann übergehen wir auf die Erde-Element und das vertritt gerade die Tierkreiszeichen Stier. Stier hat mit Besitz was zu tun. Etwas Wertvolles im Besitz nehmen. Aber auch festhalten, das kann auch gut sein, etwas befestigen in unserem Leben, weil dann stabilisiert sich das alles. Aber wenn wir an etwas klammern und können wir nicht loslassen, das kann natürlich ein Hindernis sein. Hier bewegt sich Sonne und Merkur und das heißt, das ist jetzt ein Monatsthema und mit Merkur Energie kommen wir dazu, dass wir auch handeln, dass wir unsere Wünsche in Tat umsetzen oder dass wir um den Besitz kümmern. Außerdem ist es auch wichtig bei den Handlungen, dass wir auch mal zur Ruhe kommen, dass wir etwas auch genießen können, nicht nur alles im Besitz nehmen, sondern das sollen wir auch genießen. Das ist auch Stierenergie. Dann übergehen wir auf die Luftenergie und hier haben wir Wassermann und im Tierkreiszeichen Wassermann bewegt sich immer noch Neptun. Neptun lässt unsere Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Wassermann gibt dazu die Ideenreichtum. Die Fantasie, die Gedanken und das ist grenzenlos. Und die Luftelement, die Leichtigkeit. Dann haben wir mal hier die Vorstellung und hier lernen wir als karmischen Themen auch, das auch verfolgen, Ziele setzen. In Zeichen Zwillingen bewegt sich Mars. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt und mit Mars-Energie können wir uns durchsetzen, uns behaupten und gibt uns Kraft und Mut. Und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch und wir brauchen das auch. Und das in Zwillingen bedeutet, dass wir etwas spielerisch betrachten oder mit Humor nehmen, mit Leichtigkeit und auch, dass wir orientieren oder uns informieren, in verschiedenen Richtungen bewegen. Mars ist männlich, also bedeutet auch die Männer natürlich. Und die Männer brauchen gerade auch diese Leichtigkeit. Aber zurzeit ist gar nicht so einfach, orientieren, weil hier wirkt dieser Mondknoten, dieser Drachenkopf Rahu. Und Rahu zeigt eine Richtung, was die Seele eigentlich sucht. Die Suche nach etwas, aber es ist schwierig definieren, was das genau ist. Und dieses Gefühl verspüren gerade einige Männer.
Jetzt übergehen wir auf die Wasserelemente und das wird von Skorpion vertreten. Hier bewegt sich Jupiter und unserem Planet Erde. Erde zeigt, wie wichtig das ist, hier etwas manifestieren. Dann zurück zum Jupiter-Energie. Jupiter hat viele Bedeutung. Erstens bringt Glück. Zweitens vergrößert etwas. Aber Jupiter ist gerade rückläufig. Und es ist schwierig, jetzt etwas vermehren, weil diese Rückläufigkeit bremst. Warum? Hat auch einen Sinn. Wir sollen eintauchen auf unseren Gefühlen. Wasserelement symbolisiert Gefühle. Und hier ist eine Art Transformation, das ist Skorpion-Energie. Und das könnt ihr so vorstellen. Es sind zwei Systeme. Es handelt sich um unsere Gefühle. Die eine System sind die positiven Gefühle. Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Diese Gefühle haben eine Quelle. Und das ist die schöpferische Kraft, weil das ist die göttliche Quelle. Mit diesen Gefühlen können wir unser Leben schöpferisch gestalten. Dann haben wir die anderen Systeme und das sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass. Die allertiefste ist die Neid und Hass und das ist zerstörerisch. Die anderen Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Wut ist zwar nicht zerstörerisch, aber blockiert. Außerdem öffnet sich Pandoras Büchse und ein trojanisches Pferd kann immer kommen. Und es ist auch ein gewisser Schutz für uns von Angst befreien. Von Angst oder von Zweifel oder von Schuldgefühlen, auch von Wut und immer übergehen auf den positiven Gefühlen. Und das ist hier die Transformation und das sind die Erneuerungsprozesse. Und wenn wir das können, und das ist die Kundalini-Energie, dann fühlen wir uns frei und verspüren wir die innere Kraft. Und es ist Pluto. Hier wirkt Pluto, weil Pluto herrscht über Skorpion, auch Mars auch, aber Pluto auch. Beide ist Kraft, sehr viel Kraft. Und das wird freigesetzt und dann steigt die Energie nach oben wie Phönix aus der Asche. Und Erde ist auch hier, das heißt, dann manifestiert sich das, was wir erreichen wollen. Die Verbindungen. Mond aktiviert Saturn und das heißt unseren Gefühlen ernst nehmen. Saturn ist gerade rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun. Auf diesem Knoten sind auch karmische Erinnerungen. Saturn belehrt uns auch. Mond erreicht auch Pluto. Pluto zeigt, sei konzentriert, konzentriere auf die Wesentlichen und das sind deine Wünsche und gib das nicht auf. Und das ist auch dazu noch dieser inneren Kraft, angstfrei, das im Tat umsetzen, diese Wünsche als Ziel setzen und nicht aufgeben. Das ist auch hier eine Lernaufgabe, das befreit auch. Mars steht in Verbindung zum Merkur und das ist eine schöne Verbindung, eine gute Unterstützung. Merkur beherrscht die Zeit Jugend. Und es kann bedeuten für Männer, dass sie großen Wert drauf legen, jugendlich ausschauen oder auf diesem jugendlichen Ausstrahlung, dass sie auch dafür etwas tun.
oder dass die Gespräche, die Kommunikation nimmt zu und sie zeigen auch da Interesse, mehr Gespräche führen. Merkur steht morgen in Diamant und das bedeutet, es klärt sich etwas auf und beschleunigt etwas. Das wird morgen sehr spürbar. Und jetzt zu diesem Bild. Dieser Yi Jing-Symbol ist ein uralte Symbol und bedeutet übersetzt Wandlung. Und das ist ein Kalendersystem. Das heißt, ich habe diese Karte nicht aus Zufall ausgewählt, sondern das ist bestimmt, dass dieser Yi Jing-Symbol heute beherrscht den Tag und das ist die Tagesenergie, weil wir gehen auf diesem uralten Kalendersystem zurück und dieses Symbol bedeutet Frieden, Frieden schließen, etwas in Harmonie bringen und das ist auch eine schöne Liebesenergie und das ist bei diesen Linien sogar sichtbar, weil sie zeigen Yin und Yang, die weibliche und männliche und das ist sehr schön ausgeglichen. Drei männlichen, drei weiblichen und das ist diese Harmonie und das ist die heutige Tagesenergie. Und zum tibetischen Astrologie heißt das, selbst die Zügel in Hand zu nehmen oder zu uns selbst stehen, dann intuitiv handeln. Und nicht zulassen, dass jemand uns klein halten möchte oder Grenzen setzt. Diese Figur hat auch eine Bedeutung, das ist eine Holzaffe und das heißt schwierige Situationen spielerisch meistern. Wir können heute Probleme lösen. Heute ist etwas lebhaft und Spontanität ist gefragt. Natürlich, Affe bedeutet auch ein bisschen so humorvoll, undurchschaubar, so ein bisschen affenartig handeln. Das zeigt auch eine gewisse Spontanität oder dass wir etwas spielerisch betrachten. Kann auch bedeuten, dass wir gerade anderen als Affe halten und spiegeln wir etwas. Die Elemente sind die Holzelement und Erdeelement. Und das bedeutet Stabilität, Struktur, ein Neuanfang, eine langsame Bewegung. Die Energie erwacht gerade und entwickelt sich und das führt zum Sicherheit, Stabilität, Struktur. Die Jahrgänge stehen im Einklang mit dem heutigen Energie und das sind die Jahrgänge 1944 und 2004. Die Zahlen haben auch eine große Bedeutung und das ist die Zahl 8 hier und hier im Metallelement und das heißt, all das, was wir erlebt haben in Vergangenheit, Höhen und Tiefen und hin und her, diese Unruhe sollen wir in eine ruhige, wellenartige Bewegung bringen. Man muss nicht alles sofort klappen, aber das ist wie Einatmen und Ausatmen. Und nicht so hektisch betrachten das Ganze, sondern eine ruhige Ufer, eine ruhige wellenartige Bewegung. Und die Zahl 2 im Luftelement bedeutet Zweisamkeit, auch Partnerschaft, auch miteinander kommunizieren über die Liebe, über die Partnerschaft und dass wir mehr in dieser Leichtigkeit bleiben und bedeutet noch die 5 im Holzelement und das heißt, wenn wir etwas beendet haben, nicht ausruhen, sondern neue Ideen verwirklichen, auch wenn es Neuanfang ist und wir kleine Schritte machen. Und ist eine langsame Bewegung, kleine Schritte führen uns auch zum Ziel. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte.
Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht. Ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihren Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.